Die Elbphilharmonie ist groß, riesig. Also sieht aber hochmodern aus. Also die Erwartungen sind groß. Mich hat überrascht, dass tatsächlich alle rappen können. Also das ist nicht immer selbstverständlich auf den Workshops. Meistens gehen die Leistungsunterschiede doch sehr auseinander. Aber bei diesem Workshop waren alle sehr motiviert, haben alle Bock auf Rap, haben auch schon ein Grundverständnis. Es macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, mehr an sich zu glauben, als jeder andere es tut, weil nur so schafft man es, motiviert zu bleiben. Der Spaß ist ein ganz wichtiger Kompass, also immer das machen, wo du am meisten Bock drauf hast, da wirst du am längsten durchhalten, sozusagen in den Krisenphasen. Ja, das würde ich sagen, ist der wichtigste Tipp, den ich Ihnen geben kann. Und üben, üben, üben. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Also der Sound ist einfach gewaltig. So ein ganzes Orchester gleichzeitig spielen zu haben und dann noch ein Chor. Da war noch ein Chor mit irgendwie 50 Menschen dabei. Also es ist einfach eine Soundgewalt, die da auf einen zurollt. Sehr beeindruckend. Ja, also ich glaube, bei Hip-Hop generell, das ist eigentlich eher ein Gefühlsding. So, da geht es eher darum, dass man den Flow irgendwie verstehen kann, nachvollziehen kann, weniger darum, dass man jedes Wort versteht. Vielseitiger, deutscher Rap in 20 Jahren, vielseitiger, hoffentlich ein bisschen musikalischer, ein bisschen mehr Swag, so einfach mehr Rhythmusgefühl, so dann wird das schon. Meine Dream-Kollabo für ein Konzert im großen Saal, mit Rappern oder nur mit Klassikern oder was jetzt? Also ich hätte gerne Jay-Z mit dabei für die Rap-Credibility und ansonsten gerne Daniel Barenboim als Dirigent und am besten so ein politisches Statement mit Orchester, das aus zwei völlig gespaltenen Lagern, zum Beispiel Iran und Israel oder so. Von der deutschen Musikbranche wünsche ich mir mehr Diversität, also mehr Offenheit gegenüber den ganzen Subkulturen, sagen wir mal, und auch den verschiedenen Ethnien, die es gibt. Deutschland wird nicht nur repräsentiert sozusagen durch die türkische und arabische Community und die Deutschen, sondern gibt so viele andere noch. Wäre schön, wenn das alles zu sehen ist im deutschen Rap.